Er ist ein gefürchteter Luftkämpfer. Er ist ein extremer Tiefflieger. Er ist bereits seit 40 Jahren im Einsatz. Der Kampfjet Tornado Panavia. Was kann er wirklich? Der Tornado ist in vielen Konflikten im Einsatz gewesen. Er ist absolut kampferprobt. Im Ernstfall könnte der Tornado auch mit taktischen Atomsprengköpfen bestückt werden. »1974. Jungfernflug des Tornado Panavia. Die Bundeswehr präsentiert ihr bis dahin aufwendigstes und teuerstes Waffensystem.« »Die Bundeswehr brauchte dringend einen zuverlässigen Nachfolger für den Starfighter. Der ist als Witwenmacher bekannt geworden. Und zwar war er sehr schwer zu manövrieren und es ist zu sehr vielen tödlichen Abstürzen gekommen. Und außerdem ist dieses Flugzeug den besonderen Herausforderungen des Kalten Krieges auch nicht mehr gewachsen gewesen.« 29,2 Millionen D-Mark ist der stolze Preis einer Maschine. Die absolute Neuheit, der Kampfjet verfügt über ein schwenkbares Tragflächensystem. Im Hochgeschwindigkeitsbereich fliegt die Maschine mit angelegten Flügeln. Mit ausgespreizten Tragflächen, hier im Phasentrick dargestellt, spielt sie ihre besonderen Eigenschaften aus. Kurzstart- und Landefähigkeit sowie hohe Manövrierfähigkeit im Unterschallbereich. 7 Jahre lang haben britische, italienische und deutsche Rüstungskonzerne gemeinsam den Kampfjet entwickelt. Den Tornado gibt es in mehreren Varianten. Einmal als Jagdbomber, da ist die Besonderheit, dass er sehr tief fliegen kann. Man spricht da von ungefähr 30 Metern. Das ist schon eine sehr niedrige Flughöhe. Dann gibt es ihn für die elektronische Kampfführung. Das heißt also, dass die Möglichkeiten des Gegners, die eigenen Verbände elektronisch zu unterstützen, gestört oder im besten Fall ausgeschaltet werden. Dann ist der Tornado natürlich ein guter Jagdflieger und ein guter Abfangjäger. Und er wird natürlich auch für die Aufklärung benutzt. Erst 1979 beginnt die Serienproduktion. 1995 hat die Bundeswehr insgesamt 339 Maschinen im Einsatz. Der Stückpreis zu dieser Zeit 55 Millionen D-Mark. »2014. Anflug Militärflughafen Incirlik. Deutsche Tornados werden in die Türkei verlegt. Von dort aus unterstützen sie die militärische Intervention der USA gegen den Islamischen Staat.« »Der Tornado ist in vielen Konflikten im Einsatz gewesen. Er ist absolut kampferprobt. Er war unter anderem im Zweiten Golfkrieg im Einsatz. Da haben britische Tornado-Piloten mehr als 5000 Bomben abgeworfen. Er ist allerdings auch in Jugoslawien, in Bosnien, im Kosovo im Einsatz gewesen. Und da sind auch deutsche Tornados Einsätze geflogen, und zwar zur Aufklärung.« Vor allem seine hervorragenden Fähigkeiten als Tiefflieger machen den Tornado zu einem gefürchteten Luftwaffensystem. Und auch in Afghanistan ist der Tornado zum Einsatz gekommen, und da sind auch wieder seine Qualitäten als Aufklärer gefragt gewesen. 85 Tornados hat die Bundeswehr heute noch im Einsatz. Neben Deutschland nutzen auch Großbritannien und Italien sowie als einziges Exportland Saudi-Arabien den Tornado. Und auch für zivile Aufgaben wird der Tornado herangezogen. Im Rahmen der Amtshilfe unterstützt der Tornado auch andere Behörden, zum Beispiel bei der Suche nach vermissten Personen oder bei der Fahndung nach Straftätern. Unter anderem der Kaufhauserpresser Dagobert ist mit Tornados gejagt worden. Und auch bei der Überwachung von Deichen in Flutgebieten ist der Tornado eine große Hilfe. Hergestellt wird der Tornado von der Panavia Aircraft GmbH, einem Konsortium britischer, italienischer und deutscher Rüstungskonzerne.
Wir werfen mal einen Blick auf die Bewaffnung des Tornados und dann sehen wir hier sehr schön Behälter mit Ablenkungsmunition. Das heißt also, im Luftkampf wird dem Gegner ein falsches Ziel vorgegaukelt. Dann haben wir hier zwei Zusatztanks, a 1000 Liter, erhöht natürlich die Reichweite des Flugzeugs enorm. Wir haben hier Short-Distance-Raketen, das heißt also für den Luftkampf auf naher Distanz. Und das Besondere ist, der Tornado kann mit einem hochmodernen Aufklärungssystem ausgestattet werden, das nennt sich Wacky Light. Und dieses System erklären wir mal ein bisschen genauer. Es ist ein aerodynamisch geformter Körper und hier vorne ist ein dreh- und schwenkbarer Kopf. Und in diesem Kopf sind zwei Kamerasysteme integriert. Einmal eine optisch-digitale Kamera und eine Infrarotkamera, mit denen man Wärmeunterschiede wahrnehmen kann. Das Wacky Light System, das funktioniert bis zu einer Höhe von 5000 Meter und auch in Überschallgeschwindigkeit. Was man auf diesen Bildern erkennen kann, ist faszinierend. Man kann Menschen erkennen, man kann auch erkennen, ob sie bewaffnet sind. Man kann Menschen allerdings nicht identifizieren. Was auch wichtig ist, ist natürlich dann die Aufklärung zum Beispiel von Gebäuden oder von Brücken, damit man vorher schon sagen kann, ob bestimmte Truppenverbände eine Brücke überqueren können oder nicht. 2018, die Wüste von Nevada. Vor den Toren von Las Vegas trainieren deutsche Tornado-Kampfbomber zusammen mit Eurofightern und amerikanischen Kampfjets. Bei der Übung Green Flag geht es um realistische Einsatzszenarien von US- und alliierten Piloten, bevor sie in den Einsatz gehen. Trainiert wird mit scharfen Bomben, für die meisten der deutschen Piloten eine Premiere. Im Ernstfall könnte der Tornado auch mit taktischen Atomsprengköpfen bestückt werden. Das unterscheidet ihn momentan noch vom Eurofighter. Der ist zwar das modernere Flugzeug, aber für diese Art von Waffen müsste er nochmal upgegradet werden. 2020 nutzt die Bundeswehr von den insgesamt 357 beschafften Tornados noch 85 Maschinen. Auch Italien, Großbritannien und Saudi-Arabien setzen den Tornado nach wie vor ein. Der Tornado ist einmal der technologische Spitzenreiter seiner Zeit gewesen, aber er ist auch schon seit über 40 Jahren im Einsatz. Und so ein langer Zeitraum, der hinterlässt natürlich auch Spuren. Und mittlerweile ist die Technik einfach veraltet. Das zeigt sich insbesondere am Bordcomputer und an der Elektronik. Und es gibt auch kaum noch Ersatzteile, weil die einfach nicht mehr produziert werden. Dazu kommt auch noch, dass eine Inspektion für den Tornado 2,5 Jahre dauert. Und deshalb sind Instandhaltung und Weiterbetrieb nach diesem langen Zeitraum von über 40 Jahren nicht mehr wirtschaftlich. . 2030 soll die Nutzungszeit des Tornado Panavia endgültig enden. Die Bundeswehr plant, ihn mit Eurofightern und amerikanischen F-35-Jets zu ersetzen. Über 50 Jahre lang wird der Tornado dann im Dienst gewesen sein.